Hallo, mein Name ist Evi Bosselmann von www.kreativglück.de und heute wollte ich dir zeigen, wie man hier diese ganz schlichte Weihnachtskarte basteln kann. Die Farben, die sind ja ganz einfach. Das ist einmal Aquamarin, Flüsterweiß und Schwarz. Genau, was ich dafür verwendet habe, das zeige ich dir jetzt. Einmal ist es ein Stück Farbkarton mit den Maßen 21 cm mal 14,85 cm. Die Falz ist dann bei 10,5 cm und dann zwei Stücken Farbkarton in Flüsterweiß mit den Maßen 10 cm mal 14,35 cm. Das ist dann einen halben Zentimeter kleiner. Das ist dann hier der erste Aufleger und der andere Aufleger, der kommt dann halt in die Innenkarte rein. Praktisch, wenn ich das hier gleich falze, dass man dann darauf schreiben kann. Persönlich finde ich es immer schöner, wenn man farbigen Farbkarton nimmt, dass man dann noch einen Einleger in Weiß dann halt reinmacht. Genau, ich zeige dir auch noch mal das Stempelset bzw. das Produktpaket, was ich verwendet habe. Das nennt sich hier Produktpaket Schneeflockenwünsche und das beinhaltet einmal das Stempelset Schneeflockenwünsche und die Stanzform So viele Flocken. Genau, hier aus dem Stempelset habe ich verwendet den Spruch Ein Hauch Winterzauber zum Weihnachtsfest. Das bekommt man auch einzeln, das kostet 31 Euro. Und die Stanzform einzeln kosten 44 Euro. Als Produktpaket zusammen kostet das dann 67,50 Euro. Also das Produktpaket, das gibt es jetzt noch auf jeden Fall bis Dezember 2020, also bis Ende des Monats. Es gibt ja jetzt einen Außerkauf bei Stamping Up, da habe ich das jetzt nicht drin gesehen, von daher gehe ich davon aus, dass das übernommen wird. Ich glaube, ich habe das irgendwie gesehen. Ich verlinke es dir nochmal unten in der Beschreibung. Genau, ich werde jetzt mal die Grundkarte hier falzen. Habe ich ja mal mehr Platz. Genau, dann nehme ich mich meine Stanzmaschine. Daher. So, nehme hier ein Stück von dem Farbkarton und dann habe ich hier von den Stanzformen hier die größte genommen, die wirklich nur hier so die kleinen Muster ausschaut. Also keine ganze Schneeflocke kommt dabei raus. Ja, aber das siehst du ja gleich. Genau, die richte ich mir hier mittig aus im oberen Drittel. Erstmal beiseite. Genau, also ich habe jetzt hier praktisch dieses Schneeflockenmuster. Ja, da kann ich mir hier noch diese ganzen Innenleben hier rauspieksen. Da in der Mitte stört es mich jetzt nicht so. Da kommen ja auch die anderen Schneeflocken drüber. Wenn das nicht stört, der kann es auch drin lassen. Ich wollte es gerne ganz frei haben. So, das war das eine. Jetzt werde ich hier auch erstmal meinen Spruch stempeln. Dafür nehme ich mir hier den Stempel, den habe ich mir hier schon auf den Block gezogen und habe hier jetzt das Memento-Stempelkissen genommen und da stemple ich mir den Spruch hier unten mittig auf. Gut. So. Genau. Das ist erstmal so die Grundkarte. Ich finde, so macht das auch schon was her. Ich werde jetzt noch weiter verzieren mit den Schneeflocken, mit den anderen Schneeflocken, die ich mir hier schon
ausgestanzt habe. Da habe ich jetzt hier 4 Stück ausgestanzt. Ich werde jetzt erstmal diese Karte hier nehmen und die werde ich erstmal hier auf die Grundkarte draufkleben. Dafür nehme ich mir hier die Dimensionals. Das mache ich nämlich auch so ein bisschen erhaben, dass es so einen 3D-Look bekommt. Genau, das ist die richtige Seite. Das klebe ich jetzt hier mittig auf. Also ich versuche es mal. Ich will jetzt auch hier nicht mit dem Kopf. Das. So sieht's aus. Genau. So, und diese ganzen Stanzformen, da nehme ich mir einfach mal das Falzbein. Oder diesen Papierfalter hier, genau, das ist schon ein bisschen gebogen, genau. Da nehme ich mir jetzt einfach hier die Mini-Klebepunkte. Mache mir wirklich, kann ich auch hier direkt drauf machen. Das klebe ich mir hier so auf. Man kann es auch durcheinander aufkleben, dass man die hier, also ich habe es gerne symmetrisch, ja, deshalb klebe ich das jetzt hier ganz genau so auf. So, dann kommt die nächste Schneeflocke. Hier, das stört mich jetzt nicht, das sieht man wahrscheinlich eh nicht. Das klebe ich mir hier so auf. Jetzt überlege ich, ich glaube, das hier habe ich gar nicht verwendet. Hier, das war ja hier schon drin. So, und jetzt noch die kleine Schneeflocke. Da lasse ich jetzt hier diese in dem drin. Hier habe ich es jetzt nicht gemacht. Da habe ich jetzt hier noch so einen Punkt ausgestanzt. Das werde ich jetzt hier nicht machen. Ich lasse das jetzt einfach so. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, woher ich diesen Punkt habe, aus irgendeiner Stanzform. Genau. Und jetzt werde ich einfach noch hier eine Schneeflocke mittig aufkleben. Einfach nochmal, um etwas Glitzer zu erhalten. Man kann ja auch rein theoretisch noch mehrere Schneeflocken draufkleben, aber ich lasse das jetzt so. So. Ja, dann ist die Karte auch schon fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Freue mich über einen Daumen nach oben, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genau, die Produkte verlinke ich dir in der Beschreibung. Genau, alle aktuellen Produkte von Stamping Up kannst du auch bei mir kaufen. Den Shop verlinke ich dir dann auch. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.